So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation. Und wir sind bei dem Geisterkampf, ne? Yep, wir sind bei dem Geisterkampf. Ich höre gleich wieder auf. Nein. Der wird ein bisschen dauern. Ich hoffe, wir schaffen es in dem Part. Also ich würde jetzt gerne mehrere Parts in dem Ding noch sitzen. Es kann aber natürlich sein, dass das jetzt das Einzige ist, was in dem Part passiert, ne? Also, gerade wenn das jetzt... Erstmal muss ich wieder reinkommen, das dauert jetzt ein bisschen... Ja, guten Morgen. Erstmal muss ich wieder reinkommen. Aber, wenn das jetzt, keine Ahnung, länger als 20 Minuten... Ach, Mist. Wenn es jetzt, keine Ahnung, länger als 20 Minuten dauern sollte, werde ich, glaube ich, nichts mit dem Part reinnehmen und nur den Kampf dann halt hochladen. Ich muss gucken, dass ich den Part bis morgen hochgeladen bekomme und... Ich kann halt... Oh mein Gott, was tue ich denn? Ich kann halt, ja, ich kann das halt nicht beschleunigen, das Uploaden. Ich bin jetzt quasi so genau an der Grenze. Und ich muss... Oh mein Gott. Ich sterbe gerade die ganze Zeit in der Blitzphase. Und ich muss auch, noch Mario aufnehmen. Sonst gibt es dazu keine Folgen. Ich habe gerade von beidem keine Folgen mehr. Das heißt, ich muss jetzt erst das aufnehmen. Dann hochladen. Dass das morgen kommt. Und dann muss ich Mario aufnehmen. Das brauche ich allerdings erst für übermorgen. Da habe ich noch eine Folge übrig. Deswegen, ja. Ja, oh mein Gott, was, okay. Konzentration. Ich bin still. Jetzt erstmal wieder Konzentration. Dass ich in der Blitzphase sterbe, ist ja gerade katastrophal. So. Okay. Das hat nicht hingehauen. So, zweimal noch. Müsste dann passen, ne? Jawohl. Ah je, die Phase. Die ist super unangenehm. Aber noch nicht jetzt, sondern erst wenn... Wow. Erst wenn Dings dazukommt. Wisst ihr schon. Wenn der Boden weg ist, was gleich der Fall sein wird. Denn wir haben gleich die Hälfte weg. Na, das läuft doch schon mal wieder besser. Haben wir schon die Anfangsfails wieder gut gemacht. Indem wir jetzt ordentlich spielen. So, da ist der Boden weg. Und da kommen schon die Blitze. Ja, moin. Ich muss darüber jetzt aber... Ah! Okay. Nein! Oh, wir waren so weit. Das war jetzt mal wirklich gut. Das war jetzt mal wirklich besser als die letzten Male. Sheesh. Okay. Da, irgendwie, wenn er mit der Blitzphase anfängt, komme ich irgendwie einfach noch nicht drauf klar. Ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich die anderen Phasen, die schwierigeren, besser hinbekommen als die Blitzphase selbst. Das ist schon faszinierend. Die Blitzphase ist halt echt unangenehm, wenn... der Boden weg ist. Okay. Ist wieder so wie vorhin, wenn wir das geschafft... Ja, dann halt nicht. Wenn wir das geschafft haben, wäre der Boden weggegangen. Dann hätten wir die Hälfte gehabt. Aber wir starten diesmal damit. Damit starten ist ganz gut, weil dann muss man nur viermal hoch. Aber ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit dann ist, dass, wieder, dass es wiederkommt. Ob die einfach alle... die gleiche Wahrscheinlichkeit haben oder ob das, also ob es passieren kann, dass man einfach fünfmal genau den gleichen Rhythmus bekommt. Das gleiche. Na. Ihr wisst, was ich meine. Ich krieg's noch nicht ausgedrückt. Fünfmal die Fledermäuse hintereinander wäre natürlich großartig. Wobei die Fledermäuse, wenn jetzt hier ein Boden ist, wenn der Boden hier weg ist, möchte ich mir das auch nicht vorstellen gerade. Oh nein. Das will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was mache ich denn dann? Wenn der Boden wächst und die Fledermäuse kommen. Das ist... Weil so ist es natürlich eine leichte Phase. Aber wenn der Boden weg ist, stelle ich mir das gerade kritisch vor. Oh, das war blöd. Aber ich habe es noch gerettet. Wow. Ich hatte gerade gefühlt einen Input-Lag. Kann aber eigentlich nicht sein.
Oh je. Let the fun begin. Oh Gott, das rote Ding, da gefällt mir nicht. Nein! Ich konnte nicht springen. Ich konnte wieder nicht springen. Ich bin an der Ecke abgesprungen anscheinend. Ich konnte einfach nicht mehr springen. Ich bin direkt in den Abgrund reingefallen. Ach. Weiß nicht, ob das meine Tastatur ist oder es wieder an der Ecke war. Normalerweise geht's ja immer. Also, wenn ich nicht in so einer Situation bin, dann geht's ja normalerweise. Uah! Ja, moin. Die schießt ja auch... Ja, die schießt ja völlig random. Ja, mal schießt er die schnell raus. Oh Gott, kann nicht mehr funktionieren. Das konnte nicht mehr funktionieren. Ich glaube, die muss man möglichst schnell machen, die Phase, bevor der zu viel Zeug rausschießt. Weiß es nicht, ob das... Wobei es nach wie vor komplett zufällig aussieht, was er da treibt. Ah, das waren zu viele in die eine Richtung. Ich glaube, auch das ist komplett random, wohin die Blitze gehen, ne? Da kann ich nichts... Nichts kann ich da machen. Überhaupt nichts. Oder ich kann was machen und weiß es nur noch nicht. Oh, ich bin viel zu nah dran. Ich muss mehr in die Ecke, glaube ich. Das wird nicht gut gehen. Das geht überhaupt nicht. Das sieht nicht... Boah. Nein, 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 nein. Wird das eigentlich... Also wird das schlimmer, je länger ich warte, oder ist es einfach egal, wie lange ich da brauche für die Phase? Es wirkt gerade so, als wäre es egal. Es wirkt gerade so, als wäre es egal. Jetzt schießt der immer noch. Hallo, hör mal auf damit. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Aber was mache ich denn jetzt, wenn hier der Boden ist? Ich kann doch dann überhaupt nicht... Also wenn der weg ist, dann kann ich doch überhaupt nicht... Wenn die Fledermäuse kommen. Das hier ist ja klar, wie das geht, wenn der Boden weg ist, aber... Da muss ich jetzt einfach richtig aufpassen. Oh, oh, nicht mich zu nah... Oh, nein. Mist. Da muss ich weiter rüber, sonst wird das nichts. So, kann ich das irgendwie beeinflussen, wohin der dich schießt? Wirkt nicht so. Nee. Oh, das war knapp. So. Stellen wir uns mal vor, der Boden wäre gerade weg. Aktuell würde es funktionieren. Dann könnte ich hier drüber springen. Dann könnte ich hier drüber springen. Ja, okay. So würde es gehen. Theoretisch würde es so gehen. Oh boy! Die waren aber... Oh boy! Oh. Nein, die trifft nicht. Der trifft nicht. Der trifft. Das... Ja. Es gibt noch viel zu viele Situationen, in denen ich nicht klarkomme. Kann ich hier eigentlich komplett ohne springen? Meistens geht's. Manchmal geht's. Sag mal so. Oh boy. Nicht dahin. Nicht dahin. Nee, nee, nein, nein. Na, der wird auch unangenehm. Oh, das war eine guter Ablauf. Und tschüss. Eieieiei. Ah, jetzt aber nicht mehr das rote Zeug feuern. Das wird sonst schlecht. Hör auf damit. Gerade in der Mitte. Das ist ein bisschen ungut, dass der das noch nachmacht in der Phase. So. Oh boy, ich muss hier rüber. Es geht nicht anders. Ich muss hier rüber und ich muss hoffen, dass es guten Rhythmus gibt. Guter Rhythmus. Zweimal noch. Zwei Sa... Oh nein. Jetzt muss das fünfmal funktionieren. Das ist nicht wie ich mir das vorstelle hier. Aber ich muss... Nein! Warum ist der denn... Oh, ich bin nicht hoch genug gesprungen. Das ist so knapp. Mist. Aber wir sind auf jeden Fall wieder am Stand vom letzten Mal. Also ich komme recht weit. Und so das letzte Schnipselchen fehlt noch. 10 Minuten.
Bruder? Ja, reicht nicht. Cool. Wenn ich jetzt... Oh, das wird jetzt ungut, wenn ich da auf alle warte. Okay, einer noch. Nehmen wir den. Nein, die Dinger köten mich auch. Scheiße. Ich meine, ich hätte es mir denken können, aber... Ach, Mist. Hä? Habe ich ihn gerade doppelt getroffen oder war das einfach nur ein Soundbug? Das ging noch nie. Oh mein Gott. Ich kann ihn in der Phase doch doppelt treffen. Ich muss nur nah genug dran sein, oder was? Das ist ja sick. Das ist ja sick. Mist. So, gib mir die Kugeln. Aber gib mir nicht die Kugel. Okay, das muss ich jetzt nutzen. Nice. Oh, das macht die Phase so viel besser. Jetzt hat es nicht funktioniert. Aber das heißt, wenn ich jetzt noch doppelt treffe, ist die Phase vorbei. Ja, oder so. Ah, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich kann ihn in der Phase doppelt treffen. Es wird auf jeden Fall mittlerweile jetzt schon besser hier, was das angeht, alles. Und tschüss. Okay. Also wir nähern uns, glaube ich, schon dem Schaffen von diesem Viech. Mit dem, was ich gerade rausgefunden habe, ist die eine Phase jetzt ja schon mal echt besser. Ich kann es versuchen. Ich muss wahrscheinlich wirklich genau in dem Moment schießen, wenn ich hochspringe und dann gerade nochmal, wenn ich runterfalle. Ah, Mist. Ich glaube, dann funktioniert das. Uiuiuiuiuiui. Na, da muss ich springen. Also ich kann nicht immer nur stehen bleiben. Okay, probieren wir es. Das war... Oh, wow. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Nice. Oh, boy. Nicht so nah. Ich muss hier... Ich will lieber hier rüber. Lieber hier rüber. Sind das jetzt... Ah, oh, sind jetzt aber, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kugeln geworden, oder? In der zweiten Phase dann. Eieiei. Oh, das war Einbindung, ich weiß es nicht. Ja, zweimal treffe ich ihn hier nicht. Ich habe es mal versucht, aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Na komm halt her jetzt. Let's see. Na, da muss ich auch springen, glaube ich. Wow, der war... Der war unangenehm. Nein, was mache ich denn? Ach, Mist. Oh, in der letzten Phase. Also wenn ich dann nur wirklich nur noch einmal treffen muss, dann werde ich so aufgeregt sein wieder. Ich hasse das. Aber das ist ja menschlich. Also es geht ja gar nicht anders, dass man da aufgeregt ist. Also dass man da nicht aufgeregt ist. Das gehört ja zur Schwierigkeit und praktisch halt mit dazu. In dem Fall, in dem Moment. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Okay. Nice. Warum hat das denn das letzte Mal nicht funktioniert? Da habe ich es doch auch probiert. Nice. Jetzt habe ich den Rhythmus.
Okay, da muss ich aufpassen, wenn das in der letzten. Ah, dann schmeißt er mir die Dinger ins Gesicht. Okay, da muss ich richtig aufpassen. Alles klar. Lieber bisschen weiter weg, wenn das wirklich gerade in die Mitte rein raus, also wenn es gerade auf darauf hinausläuft, dass er die Kugel schießt. Scheiße. Hätte ich mir denken können. Hätte ich mir denken können, aber muss man einmal erleben, damit man es nicht mehr macht. Na gut. Okay. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass er nachher in die Mitte rausgeht. Oder auch nicht, weil wir sterben vorher. Jetzt sind wir schon bei einer Viertelstunde, also ich glaube, ich werde einfach nur diesen Boss-Part haben. Ich hoffe, länger als eine halbe Stunde werde ich jetzt nicht brauchen. Wir werden sehen. Jetzt hat sie zum Beispiel nicht vor. Oh. Wann klappt das und wann nicht? Jetzt hat es wieder geklappt. Ich glaube, es ist ganz knappes Zeitfenster. Nein, oh boy. Ich dachte, der wird mich treffen. Aber hat er nicht. Das ist gerade richtig viel Kugelkram hier. Einmal noch. Dann geht's in die Mitte. Mitte. Ich habe nochmal erwischt sogar. Das heißt, jetzt muss ich ihn nur noch zweimal treffen, richtig? Nein! Mist. Ah, das geht leider nicht zweimal. Okay. Ach komm, das war blöd. Wow, das war blöd. Jetzt habe ich ein kleines Engpassproblem hier. Nein, jetzt klappt es nicht mehr. Nice. Wow, bleib mal weg hier. Hallo? Oh oh. Das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Uff. Nein, einmal noch. Und in die Mitte. Nein, es hat nicht gereicht. Mist. Mit welchem gehen wir in die Mitte? Mit dem. Okay. Blitze. Rüber. Nicht rüber. Noch nicht rüber. Ich kann noch nicht rüber. Ich kann noch nicht hier weg. Jetzt kann ich hier weg. Mach keinen Quatsch, Junge. Oh boy. Ich konnte gerade nicht mehr doppelspringen, aber es hat zum Glück nichts ausgemacht. Junge, 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 Junge. Das war knapp. Ich mach das lieber hier drüben jetzt nochmal. Okay, letzte Phase. Die kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Das ist neu. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Noch in die Lücke fallen. Das wär's, ne? Jetzt sind's genau die 20 Minuten. Ne, dann können wir schon ein bisschen weiterspielen. Binding of... What? Ich kann nicht laufen. Ach so! Ah ja, da steht's ja. WASD. Item Space. Wir spielen Isaac. You what? Das ist bisher normales Isaac. Was ist denn jetzt kaputt? Ist das...
Ist das wie Isaac, dass es zufallsgeneriert ist, was man bekommt? Oder ist das wirklich... Ne, das wird schon wahrscheinlich fest sein. Also bisher ist es ganz normal. Okay, die Herzen töten mich hundertprozentig. Nein, wir spielen Isaac. Aktuell spielen wir erstmal... Das wird sicherlich gleich ganz komisch. Aber... okay. Was ist das? Das gibt es bei Isaac nicht. Was ist das? Bouncy Team. Also ist das jetzt... Oder gibt es das bei Isaac? Ich kenne es noch nicht. Ist das jetzt so, dass jeder das hier bekommt? Oder ist es auch hier Zufall, was man bekommen kann? Kann man hier während Stop the Simulation einen anderen Lauf bekommen als andere? Ist das möglich? Ist das Zufall? Oder hat jeder dasselbe Zeug? Also hat jeder jetzt Bouncy Tears bekommen. Wir werden es wahrscheinlich feststellen, wenn wir sterben und es von vorne losgeht. Ich weiß ja nicht, wie das hier... Ich bin verwirrt. Okay, jetzt kommen Stacheln dazu. Die sind bei Isaac natürlich neu. Ah ja. Die gab es noch nicht. Okay. Zumindest kenne ich sie nicht. Okay. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die Herzen wirklich habe oder ob es One-Hit-Kills sind. Was ja bei Isaac eigentlich sein... bei I Wanna Viech eigentlich erst sein sollte. Wobei mir damals bei... Was war es für ein Spiel? Jetzt weiß ich wieder, dass ich nicht Isaac spiele. Das passiert bei Isaac normalerweise nicht. Uff. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse gewesen. Ich wollte schon sagen. Mehr als schießen kann ich auch nicht. Okay. Jetzt werden wir gleich wissen, ob die Herzen wirklich Herzen sind oder ob die mir stattdessen eher was abziehen. Ich zutrauen würde ich den Machern hier alles. Das ist das Problem. Okay, es hat tatsächlich aufgefüllt. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Oh Junge. Aber die kommen nicht gleichzeitig, die kommen immer nur einer. Na, dann ist das ja kein Thema. Tschüss. Okay, Bossraum. Aua. Gleich nochmal dann die Herzen holen. Aber also jetzt vom Schwierigkeitsgrad. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es wird sicherlich noch schwieriger. Es wird hundertprozentig noch schwieriger. Aber aktuell ist es vom Schwierigkeitsgrad her natürlich schon so wirklich Basement. Ne? Aber es wird sicherlich sich aufbauen. Vielleicht auch für Leute, die Isaac noch nicht kennen oder so, dass man da erstmal reinkommt in die Spielvariante. Ich glaube nicht, dass das schon der Boss des ganzen Abschnitts ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es mehrere Abschnitte geben. Okay, funktionierst du so wie im Original? Bisher ja. Bisher funktionierst du genau wie im Original. Nur, dass du anders heißt. Aber das ist okay. Ich glaube, das ist einfach nur Tutorial. Ich glaube, das nächste ist dann so, also ich glaube, dass die nächste Stage ist dann so das richtige, die richtige I Wanna Simulation Dings. Das ist hundertprozentig nicht der ganze Abschnitt gewesen. Und je öfter ich es sage, umso mehr wünsche ich es mir, weil ich will nicht, dass es schwieriger wird. Wobei es so jetzt eigentlich recht langweilig war tatsächlich. Also ein bisschen schwieriger darf es dann schon werden. Aber nicht Delirium-Schwierigkeit, bitte. Aua. Aua. Und da ist er tot. Okay, was kriegen wir hier? HP ab. Okay. Hätte jetzt jeder hier HP abbekommen? Das ist ja gerade die Frage, ne?
Also sind wir jetzt im schwierigen... Oh, okay. Aber bisher ist es halt wirklich... Es ist wie Isaac. Im Moment ist es einfach nur eine Isaac-Dings-Fangame. Okay, der Baum ist neu. Der. Ach, jetzt erkenne ich diese Spinnen erst. Das sind die Bären. Lul. Die Delicious Foods. Lul. Die noch vorher gar nicht erkannt. Aber okay, von der Variante her ist der Baum jetzt auch nichts Besonderes. We have found something, I guess. Aber auch nichts Schlimmes. Der wirft nur ein paar schwarze Bären. Alles klar. Tierburst. Das setzen wir mal im nächsten Raum ein. Wenn es sich ergibt. Ah ja. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall für den Boss. Da ich aber nicht weiß, wie viele Räume es gibt, werde ich mir den jetzt aufheben und nicht mehr einsetzen, glaube ich. Aber für den Boss werde ich das auf jeden Fall nutzen. So, hier haben wir einen Itemraum. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, es gibt hier keine blöden Items. Tears up. Cool. Nehme ich. Wollte ich nicht. Bin abgerutscht. Aber hier kommen noch ganz viele Räume, also kann ich es mir eigentlich sogar leisten. Ich sehe ja, hier kommen noch Räume und Räume und Räume und Räume. Ist das jetzt wieder so ein Raum, wo sich Zeug verschiebt? Ich traue mich nicht. Ich lasse den Raum erstmal Raum sein. Nein. Jetzt geht's los, dass ich in die Räume nicht mehr rein möchte. Okay, in den Raum gehen wir... Aua. Den Raum gehen wir gerne mal rein. Hatten wir schon irgendwo ein Herz rumliegen? Schon irgendwo ein Herz? Außer in diesem schwarzen Raum, aber den traue ich mich nicht zu betreten. Nee, okay, lass mal das. Okay, hier, also auf jeden Fall kann man hier noch weiterlaufen. Also noch... Ah, Mist. Noch könnte hier auch der Bossraum kommen. Weiß nicht, ob ich alles erkunden will. Nein, das ist jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich alles erkunden will, tatsächlich. Ich muss daher nach hinten kommen, sonst wird es nichts. Okay, sehr gut. Ein Herz mehr wäre besser, aber was soll's. Muss doch nur die Fliege erledigen, ne? Eieieiei. Massenmord. Können die was droppen? Nee, bisher haben wir nichts gedroppt. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Bossraum. Mit Herz. Wenn ich jetzt nicht treffen lasse... Mist! Sagt ihr und lässt sich mehrmals treffen. Wollte ich sagen, kommen wir mit voller Energie da rein. So viel dazu. Okay, let's go. The fuck? Okay, aber der Tierburst war gerade großartig. Die gehen sogar einzeln raus. Oh mein Gott, yes. Aber auch das ist noch nicht der Endboss hier. Niemals. Das wird mehr Level geben hier. Was? Oh, schade. Ah, das jetzt aber echt... Das war einfach. Schade, da hätte ich gerne mehr von gespielt. Spelunky haben wir auch mal ein bisschen im Stream gehabt. Oh, jetzt habe ich eine Peitsche. Gut, aber Spelunky gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.